Herzlich willkommen im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Es geht weiter in unserer Serie Phänomen Anastasia, heute mit dem ersten Teil von Band 3, Raum der Liebe. Trotz des schönen Buchtitels ist in diesem Band auch für Hochspannung gesorgt. Nach den ersten zwei erfolgreichen Büchern wurden auch bestimmte Kreise in Russland auf die Einsiedlerin Anastasia aufmerksam. Sie sollte entführt und in die Nähe von Moskau umgesiedelt werden. Was sich aber daraus ergeben hat, klingt so faszinierend, dass es für unseren abgerichteten Verstand kaum nachvollziehbar ist. Ich wünsche Ihnen spannende Minuten. Phänomen Anastasia, Band 3, Teil 1, Raum der Liebe. Ich begrüße zu meiner Rechten Herrn Konstantin Kirsch. Hallo, Herr Kirsch. Hallo, Herr Jungwirth. Es geht weiter im Buch Raum der Liebe, ein weiterer Pilger. Was ist damit gemeint? Ja, der Autor, der Herr Megre, beschreibt, dass er sich wieder auf den Weg gemacht hat in die Taiga. Er wollte jetzt ergänzend zu Anastasia auch den Sohn begegnen, erleben. Und so hat er sich wie gewohnt auf die Reise gemacht, über den Fluss zu dem Dorf. Und dann hat er dort erfahren, ach ja, da kommt ein neuer Pilger, naja, der und der Fährmann ist dafür zuständig, die Pilger dahin zu bringen. Und das hat ihn schwer verwundert, weil wenn schon quasi ein besonderer Fährmann zuständig ist, um die Pilger zu dem entsprechenden Ort zu bringen, dann ist er nicht der Einzige. Mhm. Waren schon mehr da vorher. Genau, genau. Und da hat er durch die Gespräche auch belauscht und die haben teilweise auch dann ja, ihre Empörung zum Ausdruck gebracht. Sie haben ihn auch nicht erkannt, zuerst. Von wegen, er kann doch nicht einfach dieser Autor da genau beschreiben, wo denn diese Frau in der Wildnis lebt, dann wollen doch alle Touristen dahin. Und es stellt sich dann heraus, dass diese Einwohner, um Anastasia zu schützen, die Touristen auf die falsche Flussseite absetzen. Das ist ja interessant, ja. Ja, also die haben die sozusagen auf die falsche Fährte gelockt, damit die ihre Ruhe hat. Ja. Genau, ja. Und einer von diesen Männern, die dort die Fähren betreiben, erkennt ihn. Er ist einer der wenigen, der auch Bücher liest. Und er vertraut ihm dann an, ich habe dich erkannt und ich bringe dich an die richtige Stelle. Aber du wirst die Anastasia nicht finden, weil sie wird quasi ja, gesucht, fast gejagt von den Touristen. Und sie hat sich wohl in die Tiefen des Waldes zurückgezogen. Es geht dann weiter. Kein Geld für dumme Flausen. Was kann man darunter verstehen? Ja, das ist eine witzige Kapitelüberschrift. Es geht darum, dass in einem der Gespräche einer der Fährmänner mit seinem Enkel spricht und der dann sagt, ja, ich will gerne mal Kosmonaut werden. Und dann der Opa dann sagt, ach, so was Blödes. Und der Enkel dann sagt, ja, aber die kriegen noch tolle Sachen raus, zum Beispiel, wie das Wetter sein wird. Und der Opa, ach, frag deine Oma, da braucht man gar kein Geld. Und dann ja, merkt man einfach so auch, was so manche Kinder für Träume haben, die auch von dieser technischen Gesellschaft den Kindern quasi angeboten werden. Ich glaube, der Opa hat dann auch noch gesagt, von der großen Stadt kommt trotzdem sehr viel Schmutz in den Ohrbrein, die Fische werden immer weniger. Was bringt uns diese ganze Technologie? Genau, genau. Dass quasi solche teuren Raumfahrtexperimente möglich sind, dazu müssen viele, viele Menschen Steuern zahlen, viele Industrien betrieben werden und viel Schmutz bleibt übrig. Und ja, da sieht der Opa keinen Sinn drin und versucht dem Enkel diese Idee dann zumindest nicht zu finanzieren. Es geht dann weiter mit ungebetene Gäste. Wer ist da ungebeten gekommen? Ja, dieser Fährmann, der den Herrn Megre erkannt hat, heißt Alexander und er hat lange Zeit mit dem Herrn Megre und bespricht mit ihm, was er alles erlebt hat in dieser Zeit, wo diverse Besucher gekommen sind. Und er beschreibt, dass neben den ja, einfachen Touristen und Interessierten auch Forscher gekommen sind. Das heißt, an Wissenschaft interessierte Menschen. Und es kam auch einmal eine Gruppe, die sogar bewaffnetes Wachpersonal dabei hatten, einen Hubschrauber dabei hatten. Und ja, beschreibt der Alexander in allen Details. Und Herr Megre wundert sich schon so, meine Güte, was habe ich da losgedreht mit dem Buch, was er geschrieben hat.
Und es stellt sich ziemlich schnell heraus, dass diese Forschergruppe den Auftrag hat, die Anastasia gefangen zu nehmen, gegebenenfalls auch gegen ihren Willen. Und der Alexander beschreibt, dass er auch ein Diktiergerät hat einschalten können, um diverse Gespräche dann aufzuzeichnen. Genau. Mhm. Und ja, es wurde dann mit dem Hubschrauber die Taiga abgeflogen und fotografiert, um denn diese Lichtung zu finden. Und ganz plötzlich taucht die Anastasia auf bei dieser Gruppe und sagt, sie bitte darum, den Hubschrauber zurückzurufen, er würde die Harmonie stören. Natürlich wird er dann auch nicht mehr gebraucht, weil sie jetzt ja da ist, allerdings ohne den Sohn. Sie ist also nur alleine gekommen. Und sie erscheint völlig furchtlos, einfach ganz in ihrer Kraft. Und der Leiter von dieser Forschungsgruppe stellt Fragen, ohne Ende Fragen. Und sie ist auch ganz bereitwillig beim Antworten. Mhm. Also wie sie die Welt sieht und die mächtigste Kraft in dieser Welt ist die Kraft der reinen Liebe und die lichten Gedanken. Und so ganz viele Sachen erklärt sie ihm. Also das ist ein sehr interessantes Kapitel, weil ganz viel ist von diesem Diktiergerät anschließend dann abgeschrieben worden. Halten die dann fest oder wie geht es dann weiter? Ja, es ist erstmal so, dass sehr, sehr viele Geschichten darauf entstehen. Also es ist eher eine sehr, sehr lange Konversation zwischen der Anastasia und diesem Chef. Da geht es dann auch über sogenannte kosmische Klangschwingungen, über ganz vieles. Es wird dann auch der Punkt sein, wo sie plötzlich festgehalten wird, aber das ist eine längere Zeit später erst. Das ist sehr, sehr viel inhaltlich tiefe Geschichte. Kommen wir nochmal zu den Klangschwingen. Hier geht es ja um das, dass der Wissenschaftler ist ja ein älterer Herr, dass der fragt, also wie kann denn ein Buch klingen, wie können denn Buchstaben klingen? Ja. So war ja, denke ich mal, die Frage. Was hat sie da drauf geantwortet? Ja, es ist ja so, dass in dem ersten Band es heißt, dass sie bedeutende kosmische Klänge gesammelt hat und in dem Buch veröffentlicht hat, was der Herr Megre geschrieben hat. Und das hat diesen Wissenschaftler sehr verwundert. Wie kann ein Buch klingen? Ein Buch ist kein Lautsprecher, ein Buch klingt ja nicht so. Mhm. Und er erklärt sie ihm ganz simpel, wenn ein Mensch es liest, hat er die Gedanken in sich und das klingt also in ihm. Und um diese Klangschwingungen quasi zu entschlüsseln, braucht man das, was jeder Mensch hat, die Seele. Die menschliche Seele kann diese Klänge verstehen. Und es ist ganz grob wie bei einem Radiogerät, wenn man da früher noch so an dem Knopf drehte, mittlerweile hat man ja Tasten, aber früher musste man im Prinzip justieren, dann musste der Empfänger justiert werden, dass man den entsprechenden Kanal empfängt. Und so ist es mit der Seele auch, dass man mit der Seele dementsprechend, wie man sie einstellt und justiert, dann auch die kosmischen Klangschwingungen aus dem Buch heraus hören kann. Hat sich denn der Wissenschaftler mit dieser Argumentation oder mit dieser Erklärung zufrieden gegeben oder hat er da weitergebohrt? Er hat immer weiter gebohrt, immer noch weiter, noch weiter. Es ist an meinem Empfinden auch so, dass er ein bisschen über diesen eigentlichen Auftrag, den er hatte, hinausgegangen ist. Mhm. Es war wohl so, er hat nur den Auftrag, sie lebend zu holen, um sie in eine Art Naturreservat, wahrscheinlich auch umzäunt, zu bringen, wo die Wissenschaftler sie dann hätten ausfragen können oder Experimente mit ihr machen wollten. Und er war aber wohl auch aus persönlichem Interesse so neugierig, um sie einfach direkt gleich zu interviewen, auszuquetschen, quasi intellektuell gesehen. Wollte sie nicht noch verheiraten gleich oder nicht noch jemanden dabei gehabt? Er hat noch jemanden dabei gehabt, genau. Wie hieß er noch? Stanislav hieß er, glaube ich. Und der so ganz klar gesagt hat, so ich liebe sie. Und sie hat dann erklärt, dass sie ist schon mit jemandem glücklich. Dann ist ein interessantes Gespräch, dass ihr versucht wird auszureden, dass dieser Herr Megre doch eigentlich völlig unter ihrem Niveau ist. Und sie sagt dann so ganz simpel, jede Frau, die verliebt ist, weiß, in wen sie verliebt ist und das kann man nicht ausreden. Das ist einfach ein inneres
Gefühl. Gefühl, eine Gewissheit, und das, da unterscheidet sie sich auch überhaupt nicht von anderen Frauen. Es geht dann weiter mit der Geist der Urmutter, wo dann gesprochen wird. Was hat es damit auf sich? Ja, es geht da um die Geschichte, das beschreibt die Anastasia dann auch, und zwar beschreibt sie die Stärke des Geistes von Wladimir. Der Wladimir hat, oder der Herr Megre, hat sich auf die Reise gemacht zu den Dolmen. Das war ja erzählt in den ersten Bänden schon, dass es diese Steingräber, besser gesagt Dolmen, zum Beispiel in der Ortschaft Gelentschik gibt. Und der Herr Megre hat sich dort auf die Reise gemacht, um die mal zu besuchen. Und dort gibt es auch einen Dolmen, wo wohl die Urmutter von der Anastasia hineingegangen war, vor Tausenden von Jahren. Und der Herr Megre wollte diesen Dolmen der Urmutter auf jeden Fall besuchen und sie auch, ja, wertschätzen, Danke sagen, und hatte dann auch Blumen dabei und Alkoholika und Pralinen, was man so beim normalen Begrüßen und Bedanken nach russischer Tradition hat. Und auf dieser Wanderung, weil der Weg nicht gut ausgebaut war, ist er abgestürzt. Und der Geist der Urmutter hat sich, so die Beschreibung, so verdichtet, dass er eine Art konzentriertes Luftpolster hat aufbauen können, um den Sturz von Herrn Megre so abzufangen, dass er zwar wohl bewusstlos wurde und sich verletzt hatte, aber am Leben blieb. Und dann hat er sich wieder aufgerappelt und ist weiter, um dann doch diesen Dolmen aufzusuchen. Es geht dann weiter mit den lichten Kräften, das ist auch, sagen wir mal, sehr gut beschrieben. Was hat es damit auf sich? Was ist der Unterschied zwischen Licht, Unlicht oder Dunkel? Ja, die Anastasia wird gefragt, was sind die lichten Kräfte sein? Und sie sagt, das sind die positiven Gedanken von den ganzen Menschen, die auch je gedacht wurden, die auch nicht verloren gehen. Und es gibt dann einen Punkt, wo man ja drüber zweifeln oder philosophieren kann. Da bin ich noch nicht so ganz sicher. Und zwar geht es dann in die Richtung, dass gesagt wird, die Sonne sei ein Reflektor von der Energie, die die Menschen ausstrahlen. Das widerspricht komplett dem, was ich mal in meiner Schulzeit gelernt habe. Und ich nehme das einfach mal so hin, lese das und bin, obwohl ich seit Jahren in den Büchern lese, immer noch am Sinnieren, wie ich das dann in mir verarbeiten könnte. Also um das nochmal zu erklären, sozusagen die Stärke der Sonnenenergie würden wir bestimmen mit unseren Gefühlen, mit unseren... Mit unserer Ausstrahlung, mit unseren Gedanken auch, ja. Das ist ja interessant, das ist wirklich ganz... Ja, also es gibt immer wieder bei den Büchern Aspekte, wo ich dann denke, so, ein Gedanke, den ich vorher nicht hatte, mal schauen, wie lange ich den durchdenke, bis ich vielleicht ihn im Ansatz auch verstehen kann. Und wenn man das dann gegenüberliegend sieht, die unlichten Kräfte oder die dunklen Kräfte wären dann die negativen Gedanken, die uns sozusagen Energie nehmen? Ja, da gibt es ganz viele, die wir auch einfach kennen, sowas wie falschen Stolz oder auch Böswilligkeit, Neid, Eifersucht, alles Mögliche. Wobei es da auch noch einen interessanten Punkt gibt, wo dann die Anastasia mal merkt, dass sie nicht auf den, dass der Wladimir nicht eifersüchtig ist, wenn andere Männer sie begehren, und das wiederum die Anastasia irritiert. Die das doch gerne gehabt hätte, dass er ein bisschen eifersüchtig ist. Ja, genau. Da hat sie dann auch wiederum so ganz menschliche Züge. Jetzt wird es dann ernst. Es geht dann weiter, die Entführung. Es ist so, dass an einer Stelle von diesem Gespräch dann die Anastasia sagt, dass es die eigentliche Aufgabe von jedem Menschen sei, einen Raum der Liebe zu schaffen. Das ist ja auch der Name von diesem Buch. Und das sei auch die Bestimmung des Menschen, dass man einen Raum der Liebe schafft und darin dann auch gut, glücklich und gesund leben kann. Und quasi direkt nach dieser Formulierung, was die Bestimmung der Menschheit sei, rücken dann zwei Menschen von diesem Wachpersonal an sie ran, greifen sie an den Armen und halten sie quasi mit gespreizten Armen, sodass sie sich nicht verteidigen kann. Und die Anastasia bittet dann darum, loszulassen, weil sie schon auch merkt, dass die gesamte Umgebung, und sie ist ja in der Harmonie dieser gesamten Taiga integriert. Und diese gesamte Umgebung wird quasi gerade aufgeregt, wenn sie angegriffen wird, und sie will gerne beschwichtigen, der gesamten Umgebung mitteilen, es ist gut mit ihr, aber es ist ja nicht gut mit ihr, sie kann auch nicht beschwichtigen, und so wird quasi die gesamte Umgebung immer aufgeregter. Und sie bittet darum, sie loszulassen, weil es gefährlich sei,
die Wachmannschaft kichert sich von wegen gefährlich für wen denn so ungefähr. Mhm. Ja, und dann erklärt sie, naja, sie wissen doch die Materie und die Atome und die Elementarteilchen-Innenatomen. Und wenn man das sich ganz genau vorstellt und ein kleines Teilchen da herausfallen lässt, dann schaut sie, ich meine, es war ein Kieselstein, auf den Kieselstein plötzlich zerbröselt er zu Staub. Die ganzen sind erschrocken, die ganzen Menschen dort. Und dann schaut sie, das finde ich etwas gewagt, aber es ist nun mal der Leiter vom Wachtrupp und der wohl den Befehl gegeben hat, sie festzuhalten. Also greift sie im Prinzip als Notwehr ihn an und konzentriert sich auf sein Ohr. Vielleicht ist auch der Hinweis, er möge mehr hören. Mhm. Und plötzlich fängt dann an seinem Ohr an, ein Stück seines Körpers sich zu Pulver aufzulösen. Und einer der Wachsoldaten aus Reflex zückt seine Pistole und schießt das Magazin leer direkt auf Anastasia. Und trifft er sie? Der erste Schuss trifft sie als Streifschuss an der Schläfe vorbei. Und da sie ja mit ihrer Konzentration, so ist es dort beschrieben, einen Kieselstein zum Beispiel auflösen kann, so kann sie das auch mit Pistolenkugeln, die auf sie fliegen. Das heißt, die weiteren, der erste Schuss war so schnell, da musste sie erstmal drauf reagieren. Und die weiteren, die zerfallen quasi im Flug zu Staub. Mhm. Ist natürlich total eine unglaubliche Begegnung. Das ist ja quasi auch genau das Gegenteil von dem, was eigentlich beabsichtigt war von den Wissenschaftlern. Sie sollten sie ja lebend holen. Sie ist im Prinzip das Wertvollste, was sie holen sollten. Aber dieser Wachmann hatte einfach so diesen Instinkt, wenn Gefahr ist. Aus Reflex. Ja. Genau. Dann wird alles in blaues Licht gehüllt. Was passiert dann? Naja, das blaue Licht kommt so, dass diese blaue Kugel, diese blaue Energie, die dann da entsteht, die lässt diese Wachmannschaft so irritieren, dass dann die Anastasia freigegeben wird. Die fühlen sich erstmal gut, so ist wohl was. Ja, so ein wohliges Gefühl. So. Und im Prinzip ist es so, dass die Anastasia dann zugeben musste, dass sie es gerade erstmal nicht mehr ganz unter Kontrolle hatte. Und diese blaue Lichtkugel hat dann diese Situation gelöst. Und dann gibt es eine Art wortloses Streitgespräch zwischen dieser blauen Energiekugel und der Anastasia. Und dann geht es ja auch weiter, die Hölle, was passiert dann? Genau, das ist das Ernst für die Wachmannschaft, das ganz, ganz heiße Ding. Es ist so, dass dieses blaue Licht sich zurückzieht und aus dem Boden heraus eine Art brauner Nebel aufsteigt, herausquillt und dann ein völlig verrückte Passage in diesem Buch auftaucht, also dieses Kapitel Die Hölle. Und es ist ja wohl beschrieben worden, auch mit diesen Diktiergeräten gegebenenfalls auch noch. Es ist so, die Menschen, die das durchlitten haben, regelrecht, die haben dann beschrieben, sie haben erlebt, dass ihre Empfindung sich vom Körper abgespalten hat. Das heißt, ein Teil war einfach die Körperempfindung, die auch den körperlichen Schmerz gespürt hat, aber der Körper war separat. Der Körper wurde durchsichtig. Also sie konnten quasi von außen ihren Körper beobachten und mehrere waren dort, die wurden alle durchsichtig und plötzlich ist so eine Art Zeitraffer entstanden. Das heißt, es kam so die gesamte Abfolge von körperlicher Liebe oder Vergewaltigung über Geburt und Aufwachsen und Tod und dann ganz erschreckend Wiedergeburt. Das heißt, dieser beobachtende Emotionalkörper hat dann dieses Bild erlebt, wie die durchsichtigen Körper immer wieder ein Drama wiederholten. Und gleichzeitig war das noch so, dass dann dauernd die Natur zerstört wurde, schmutzig gemacht wurde. Das blaue Wasser wurde verunreinigt. Die Anastasia tauchte dann noch auf und hat ein bisschen versucht aufzuräumen und was Schönes zu machen. Und diese durchsichtigen Leiber haben immer alles wieder zerstört, dreckig gemacht. Und das war so ein richtiges, grausames Empfinden dieser immer wiederkehrenden Unschönheit und Sinnlosigkeit. Was hat es dann für ein Ende genommen? Ja, das blaue Licht kam dann wieder
und hat diesen braunen Nebel wieder in die Erde hineingedrückt und plötzlich haben die quasi wieder zu sich gekommenen Menschen die gesamte Schönheit der Schöpfung so wahrscheinlich zum ersten Mal richtig gefühlt. Sie haben es vorher oberflächlich gesehen, aber den innenliegenden göttlichen Faktor nicht erkannt. Und plötzlich waren sie wie geläutert, regelrecht durch. Und die Anastasia hat sich dann bedankt bei dem blauen Licht und gebeten, dass es immer ab jetzt und in Zukunft immer auf der Erde sein möge. Es sind ja dann die Dorfbewohner, glaube ich, schreiend auf die Mannschaft zugelaufen, die hat dann Reis ausgenommen. Ja, das ist quasi dann der direkte Übergang. Die konnten also nicht lange verarbeiten, was sie dort erlebt hatten. Da kam dann eine Gruppe von Dorfbewohnern zu dieser Gruppe von Wissenschaftlern. Es ist nicht beschrieben, wie weit diese braune Nebel als Ausdehnung war, ob das quasi im Dorf auch war oder ob die Dorfbewohner es von der Ferne beobachtet haben. Was ich persönlich vermute, die haben es wahrscheinlich erlebt, dort ist was und dann haben sie diverse Werkzeuge genommen, ein Gartengerät oder was sie immer greifen konnten und sind dann hingerannt. Ich glaube, ein Ruder war dabei. Genau, ein Ruder war auch dabei, ja. Und nicht nur die Erwachsenen, auch Kinder sind mitgekommen, das gesamte Dorf, kleines Dorf, aber sie sind dann alle quasi auf die Wissenschaftler gestürmt und die waren ja gerade so einerseits durch eine krasse Geschichte durchgegangen und aber gleichzeitig auch die Schönheit jetzt plötzlich gesehen. Die waren natürlich nicht wirklich kampfbereit. Die waren einfach erstmal völlig im Schockzustand und wollten dann auch flüchten und sind dann auch geflüchtet. Und dann, ja, sogar die Hubschrauberpiloten wollten erstmal ins Schiff abhauen und dann wurden sie wieder rausgeschickt. Nein, nein, nein. Die müssen den Hubschrauber schon noch mitnehmen, aber sie haben irgendwelche Treibstofffässer dann liegen gelassen. Genau, ja. Wir haben am Ende zu Teil 1. Haben Sie noch einen schönen Abschluss? Haben Sie noch was? Ich habe da noch ein Zitat rausgesucht. Das passt auch zum Thema dieser dunklen Hölle und sie ist dann wieder verschwunden. Das heißt, angesichts aufrichtiger Liebe weicht der Tod, wenn die Liebe nur stark genug ist. Die Unsterblichkeit des Menschen liegt in der Liebe und auch in der Fähigkeit, das Feuer der Liebe in anderen zu entfachen. Vielen Dank, Herr Kirsch. Liebe Zuschauer, wir sehen uns gleich wieder zu Teil 2. Geehrte Zuschauer, das war der erste Teil zu Band 3, Raum der Liebe. Es folgt in Kürze Teil 2. Auf Wiedersehen.